Seit heute hat der SPD-Vorsitzende des Landes Brandenburg, Ministerpräsident Matthias Platzeck, nach Prenzlau auch in Angermünde ein Bürgerbüro. Es befindet sich in der Brüderstraße im früheren Laden von Blumentheis. Wir waren bei der Eröffnung für Sie dabei. Das alte Geschäftsschild von Blumentheis war gerade noch rechtzeitig vor dem Eintreffen des SPD-Landesvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Ministerpräsident Platzeck abmontiert worden. Seit heute zeigt hier in der Brüderstraße in Angermünde, unweit von Markt und Rathaus, die SPD-Flagge. Nach Prenzlau hat Matthias Platzeck nun auch in Angermünde ein Bürgerbüro. Warum ausgerechnet in Angermünde? Die Uckermark ist groß. Genau, und deshalb eröffnen wir ein zweites. Und ich sag mal, Angermünde und Prenzlau sind so die beiden Schwerpunkte des ja sehr langgestreckten Wahlkreises, den ich habe. Und da hat sich Angermünde angeboten. Das ist ein guter Platz mitten in Angermünde, gut erreichbar, gut sichtbar. Und wir wollen ja Menschen erreichen. Wir wollen ins Gespräch kommen. Wir wollen uns auch Sorgen anhören. Wir wollen aber auch Präsenz zeigen. Und da finde ich, ist Angermünde neben Prenzlau der ideale Standort. Zahlreiche Genossen, Freunde, Sympathisanten, interessierte Bürger, aber auch Vertreter anderer Parteien waren gekommen, um das neue Büro in Augenschein zu nehmen und die SPD zu ihrem schmucken Domizil mitten in der Altstadt zu beglückwünschen. Hier, wo früher Blumensträuße über den Ladentisch gingen, gibt es fortan Rat und Hilfe bei Problemen von der SPD, hat auch der SPD-Ortsverein um Thomas Bernstein ein Domizil gefunden. Wie oft werden Sie dann ehrlicherweise wirklich hier sein können? Ich werde versuchen, relativ häufig hier zu sein. Und wenn Sie einfach mal jetzt sehen, ich bin heute und morgen in der Uckermark. Ich bin Montagabend bei der Delegiertenversammlung der Feuerwehr und bin am Wochenende schon wieder hier. Das hat natürlich einen ganz besonderen Grund. Unter anderem, 10 Tage vor der Landratswahl. Der Zeitpunkt der Eröffnung dieses Büros hier ist also mit Bedacht gewählt worden? Der Zeitpunkt ist mit Bedacht gewählt worden. Wir wollten so schnell wie möglich nach der Wahl ein Büro finden. Das haben wir jetzt gefunden. Und dass das auch kurz vor der Landratswahl ist, trifft sich gut. Aber es lag vor allen Dingen dran, eine geeignete Räumlichkeit zu finden. Und das haben wir jetzt gut erreicht. Bürgermeister Krakow ließ es sich nicht nehmen, eine Wundertüte unter anderem mit Angermünder Nudelschluck auszupacken. Büroleiter ist der Fraktionsvorsitzende der SPD in der Stadtverordnetenversammlung. Für ihn ist dies aber nur ein Minijob. Nach einem geeigneten Büro habe man schon nach der Landtagswahl gesucht und dabei auch ihn selbst in die Suche einbezogen. Nachdem das Blumengeschäft zum Jahresende geschlossen wurde, habe man noch umgebaut. Hauptmieter ist hier der Ortsverein, der Herr Platzeck ist Untermieter hier. Aber das eine hat sich ergeben mit dem anderen. Es war schon lief der Laden nicht mehr so gut und verblümt gefragt. Der andere läuft zu gut und hat dem einen Laden die Kunden weggenommen. Der andere ist besser erreichbar alles. Rechts und links fehlen die Geschäfte, dass die Laufkundschaft auch nicht mehr kommt. Und aus diesem Grunde war es sowieso geplant, hier eine andere Nutzung reinzubringen. Und es waren einfach zwei Termine, die aufeinander gefallen sind und es hat gepasst. Der Düngeverein VFUD und die Firma Agroplant aus Zützen nutzten die Gelegenheit, dem Ministerpräsidenten ein Papier mit 12 Thesen zur Verbesserung der Nährstoffversorgung Brandenburger Böden zu überreichen. Davon erhofft man sich Lobbyarbeit von Potsdam aus, um der Bevölkerung bessere Nahrungsmittel anbieten zu können als jetzt. Der Ministerpräsident kann insofern für uns was tun, weil wir mit diesem Thesenpapier in die Breite gehen wollen. Und wir wollen die Meinung des Ministerpräsidenten im Interesse der Düngung und der Ernährung der Menschen, weil Düngung ist ja nicht ein Selbstzweck. Wir produzieren ja Lebensmittel, die Lebensmittel essen die Menschen und die Menschen sollen gesund ernährt werden. Zu diesem Thema gibt es bereits einen Termin in der Landesregierung in Potsdam.